Guten Abend von ATTAC, von der ATTAC Regionalgruppe Kassel und natürlich insbesondere unsere Referentin Ulrike Herrmann. Ulrike Herrmann brauche ich nicht das Lange und Breiten vorzustellen. Sie kennen sie wahrscheinlich aus der Taz als Wirtschaftsjournalistin, Sie kennen sie vielleicht als Buchautorin und Sie kennen sie vielleicht von dem Presseclub sonntags im Kanal Phoenix oder im Radio. Gut, also deswegen schenke ich mir eine langatmige Vita oder sonst was man sonst so macht. Diese Veranstaltung ist eine Kooperationsveranstaltung mit der Volkshochschule Region Kassel und deswegen auch vorab ein herzliches Dankeschön an Frau Seewald und an Herrn Ewald für die bereitwillige Unterstützung. Der Anlass für dieses Thema, das war eine Äußerung von Ulrike Herrmann bei einer Veranstaltung zu TTIP. Da sagte sie nämlich, die Eurokrise ist unendlich gefährlicher als TTIP und das eigentliche Thema. Und als jemand, der heftigst zugange ist zurzeit mit der Organisierung der Kampagne gegen das Freihandelsabkommen, freut einen das natürlich nicht so zu hören, dass es was Wichtigeres gäbe. Aber vielleicht ist man ja in seinem Engagement auch ein bisschen betriebsblind. Oder es ist einfacher zu sagen, stopp TTIP, als weg mit der Eurokrise. Und deswegen soll also das uns nicht daran hindern, wenn wir keine klare Forderung haben gegen die Eurokrise, also der Sache auf den Grund zu gehen. Weil das Thema zu ignorieren, das ist ja auch keine Lösung und führt zu keiner Lösung. Und politisches Handeln braucht einfach eine gründliche Analyse. Und deswegen haben wir Frau Herrmann eingeladen, damit sie uns bei der Analyse mit dieser Eurokrise also weiterhilft, damit wir also auch politisch besser vorankommen. Zum Ablauf des Abends, Frau Herrmann wird beginnen mit dem Referat. Danach machen wir 10 Minuten Pause, damit hier auch ordentlich Luft durchkommt. Dann können Sie auch auf den Büchertisch oder auf die Büchertische einen Blick werfen. Getränke stehen oder was zum Trinken steht auch bereit. Und nach der Pause können Sie dann Fragen stellen und Diskussionsbeiträge machen, bis der Frau Herrmann die Puste ausgeht. Weil das aber wahrscheinlich eher weniger der Fall sein wird, sagen wir, wir peilen so ungefähr 22 Uhr an. Wir machen Tonaufnahmen für das Freie Radio Kassel und für unsere monatliche Sendung von ATTAC Radio. Und wir haben den Verein für transparente Politik gebeten, eine Videoaufnahme zu machen, allerdings nicht vom Publikum. Noch was in eigener Sache. Diese Veranstaltung ist nicht umsonst. Also auch wenn die Volkshochschule uns Raum und Technik zur Verfügung gestellt hat, bleibt immer noch erhebliches hängen. Und wenn Sie spenden wollen, können Sie das gerne tun. Wir haben ein Körbchen am Ausgang hingestellt und werden Sie Mitglied von ATTAC. So, jetzt bin ich am Ende meiner Einführung und übergebe Ihnen das Wort. Da ich relativ klein bin, hören Sie mich alle auch hinten. Ja. Habe ich mir gedacht, ich stehe lieber, sonst können Sie ja in der letzten Reihe gar nichts sehen. Also Frau Bayer hat ja schon angekündigt, worüber ich alles reden soll, über TTIP, über die Eurokrise. Und wenn Sie den Flyer lesen, dann sehen Sie, dass da noch viele andere Themen draufstehen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das so, wir teilen das ein bisschen in die Diskussion. Da können Sie alles fragen, was Sie wollen, auch Sachen, über die ich nicht rede jetzt. Und dass ich tatsächlich jetzt am Anfang erstmal eine Grundlage legen. Zum Teil kommen die Themen schon vor, die auf dem Flugblatt genannt sind, wie Marktwirtschaft, Finanzkrisen, Geld, Krötenwanderung und so. Zum Teil kommen diese Themen aber auch nicht vor. Wenn Sie dann das Gefühl haben, ja, ich will aber was anderes wissen, wie gesagt, können Sie hinterher fragen. Was ich jetzt erstmal mit Ihnen machen möchte in ungefähr 40 bis 50 Minuten, ist Ihnen zu erklären, wie der Kapitalismus angefangen hat, was er ist und wie er enden wird.
Also es geht um Anfang und Ende des Kapitalismus, wie gesagt, in 40 Minuten. Also ich finde das... ja, guck, ich bin ja froh, dass Sie dieses Konzept gelungen finden. Also okay, jetzt... Achso, und ich mache vielleicht schon mal eine kleine Werbepause für mein Buch. Ne? Also ich habe erlebt, dass Leute hinterher dachten, ich hätte mein ganzes Buch erzählt. Das ist nicht so. Ich erzähle Ihnen nur 2 Kapitel. Da steht noch viel mehr drin und alles andere ist auch gut. Also, aber gut, jetzt fangen wir an. Okay, Kapitalismus, eins ist ja ganz klar, der Begriff stammt von Kapital. Und was man wissen sollte, ist, dieses Wort Kapital ist nicht von Marx. Obwohl Marx ein Buch geschrieben hat, das 1867 erschienen ist und das, wie Sie wahrscheinlich fast alle wissen, das Kapital hieß. Trotzdem ist der Begriff selber viel älter und stammt aus dem 18. Jahrhundert von einem französischen Ökonom, der Turgot hieß. So, jetzt natürlich die Frage, was ist eigentlich dieses Kapital? Und das versteht man am besten, wenn man einen kleinen Umweg macht und erstmal weiß, dass Kapital nicht das gleiche wie Geld ist. Obwohl das immer im Alltag so synonym verwendet wird. Also wenn Sie zur Sparkasse gehen und da irgendwie Geld hintragen, dann wird Ihnen die Sparkasse erzählen, Sie würden jetzt also Kapital bilden, Kapital anlegen oder Ihr Kapital arbeiten lassen. Das ist erstmal alles Müll. Was Sie zur Sparkasse tragen, ist Geld. So, dass Geld und Kapital nicht das gleiche sein können, kann man da schon daran sehen, dass es Geld immer gab. Nicht? Geld gibt es so lange, wie die Menschen sesshaft sind, also seit ungefähr 10.000 Jahren. Und seit 4.000 Jahren wissen wir definitiv, dass es Geld gibt, nämlich weil es Dokumente aus Mesopotamien gibt. Also Mesopotamien ist da, wo heute der Irak liegt, also sozusagen der Zusammenfluss von Tigris und Euphrat. Und was das Interessante ist, da kriegt man sozusagen den heiligen Schauer, wenn man sich das klar macht, was das eigentlich bedeutet. Schon die Mesopotamier vor 4.000 Jahren hatten das moderne Geld. Also das Geld, das wir heute auch haben, und das heißt Kreditgeld. Das ist Geld, das in dem Moment entsteht, aus dem Nichts, in dem ein Darlehen vergeben wird. So, das klingt jetzt vielleicht wahnsinnig abstrakt und irgendwie sehr seltsam, aber wenn man sich klar macht, was die Mesopotamier vor 4.000 Jahren getrieben haben, dann wird einem völlig sofort ganz deutlich, wie es funktioniert. Also auch die Mesopotamier vor 4.000 Jahren hatten schon Fernhandel mit Anatolien vor allen Dingen, denn dort gab es Silber. Und also haben sie Karawanen ausgestattet, die waren dann ein Jahr weg, um Güter aus Mesopotamien gegen dieses Silber zu tauschen. So, jetzt hatte kein einziger Fernhändler in Mesopotamien hatte genug Waren und Güter, um diese Karawanen auszustatten. Also hat er sich alles zusammengeliehen, die Transporttiere genauso wie das Getreide und ähnliches. So, und dann, um das zu dokumentieren, dass er das ja wieder zurückzahlen muss, plus Zinsen, also wie das ging mit dem Zinseszins, das hatten die Mesopotamier auch schon vor 4.000 Jahren komplett raus. Also um das zu dokumentieren, hat man dann Schuldscheine ausgestellt. Also auch das ist ein häufiger Mythos. Die Schrift wurde nicht erfunden, um Literatur festzuhalten, sondern Zahlungsverpflichtung. So, und dann gab es also diese Schuldscheine, nicht? Also sinngemäß Kaufmann A sagt... verbrieft Kaufmann B, dass er in einem Jahr eine bestimmte Summe zurückzahlen würde, plus Zinseszins. So, und natürlich hat es nicht lange gedauert, bis Kaufmann B auf die Idee kam, dass doch eigentlich Quatsch ist, jetzt ein Jahr zu warten, bis Kaufmann A aus Anatolien zurück ist, sondern dass man doch diesen Schuldschein schon mal zwischendurch weiterreichen kann, um die eigenen Zahlungsverpflichtungen zu begleichen. So nach dem Motto, weißt du was, Kaufmann C, du kannst doch in einem Jahr diesen Schuldschein bei Kaufmann A wieder einreichen. So, und da sehen Sie, wie aus einem Darlehen, das irgendwie verbrieft ist, Geld wird. Ne, dieses Darlehen wird einfach weitergereicht. Und so sehen Sie, wie Geld aus dem Nichts entsteht in dem Moment, in dem man ein Darlehen vergibt. So, und genau dieses Geld haben wir heute auch, nur dass wir heute eben nicht mehr diese Schuldscheine haben, sondern Girokonten. Aber das Girokonto läuft genauso. Vielleicht ist es, um auch das nochmal klar zu machen, also stellen Sie sich vor, Sie haben ein Konto und auf dem Konto sind 0 Cent. Also ich weiß nicht, wie viel von Ihnen das einfach fällt, sich vorzustellen, dass auf Ihrem Konto 0 Cent sind. Aber Sie haben 0 Cent. So, aber gleichzeitig haben Sie mit Ihrer Bank ausgemacht, dass Sie einen Überziehungskredit haben dürfen. So, dann gehen Sie zu einem Geldautomaten, stecken Ihre EC-Karte da rein und es kommt Geld raus. Und in genau dem Moment bucht Ihre Bank auf Ihrem Girokonto ein Minus.
Nicht? Also das, auch das ist ein Kredit und gleichzeitig ist Geld entstanden. Also etwas vereinfacht. Aber so müssen Sie sich das vorstellen in der gesamten Volkswirtschaft. Nicht? Die Geldmenge steigt mit der Summe der Kredite. Wenn natürlich ein Kredit zurückgezahlt wird, sinkt eigentlich auch das Geld. In dem Maße wie, also es ist etwas vereinfacht, aber insgesamt die Kredite expandieren, expandiert eben auch die Geldmenge. Also was man sich ganz, ganz klar machen muss, was es nicht gibt, obwohl das in jedem Buch wieder drin steht, es gibt keine, wie soll man sagen, Evolution des Geldes. Es ist nicht etwas, was immer abstrakter geworden ist, sondern Geld war immer abstrakt. Also es war nicht so, erst kamen die Münzen, dann kam das Papiergeld und dann kam das Girokonto, sondern es war von Anfang an, schon vor 4000 Jahren, Kreditgeld. So, was jetzt aber interessant ist, und damit komme ich jetzt wieder zurück zu dem Thema, was ist eigentlich Kapital? In Mesopotamien hatte das moderne Geld, aber was sie nicht hatten, war Wachstum. Nicht? Das war eine stagnierende Agrargesellschaft. Und alle Gesellschaften, die danach kamen, weltweit, überall, waren auch stagnierende Agrargesellschaften. Also ob das jetzt das Römische Reich war, das chinesische Kaiserreich, das Barockreich, hier Wilhelmshöhe im 18. Jahrhundert, Hessen, das war im 18. Jahrhundert nichts anderes als eine stagnierende Agrargesellschaft und man hat als Herzog Geld damit gemacht, dass man Landeskinder nach Amerika verkauft hat. Das war das Geschäftsmodell, was ja nur zeigt, wie wenig hier eigentlich an Produktivität und an Wachstum vorhanden war. So, jetzt wissen Sie aber alle, was man sagen könnte, ist, die Europäer im 18. Jahrhundert, Hessen im 18. Jahrhundert, war so arm wie die antiken Römer. Nicht? In 18 Jahrhunderten hatte sich nichts getan, jedenfalls nicht pro Kopf. So, die meisten Menschen arbeiteten in Landwirtschaft, starben früh und hatten gerade genug Nahrung, um täglich zu überleben. Das heißt, was man daran sehen kann, und das ist unendlich wichtig, weil es immer und immerzu auch heute ständig vergessen wird, Geld allein schafft überhaupt kein Wachstum. Nicht? Also vielleicht, Sie nicken hier schon alle, so als wäre das klar, aber ich kann Ihnen eins sagen, Investmentbankern ist das überhaupt nicht klar. Nicht? Die denken ja alle, sie müssten Millionen verdienen, obwohl sie nur Geld umherschieben. So, jetzt ist also, wie Sie ja wissen, der Kapitalismus ein System, das Wachstum erzeugt. Bleibt also die Frage, wo kommt dieses Wachstum her? Das wieder zu dieser Frage führt, ja, was ist eigentlich das Kapital im Kapitalismus? So, und auch das versteht man am besten, wenn man wieder zurück in die Geschichte geht. Also, ich habe es ja schon erwähnt, der französische Ökonom Turgot hat gegen Ende des 18. Jahrhunderts gesehen, irgendetwas verändert sich und dafür eben den Namen Kapital geprägt. Und das, was sich verändert hat, war, dass ungefähr um 1760 in England Textilfabrikanten auf die Idee kamen, Webstühle und Spinnereien zu mechanisieren. Also zum ersten Mal in der Weltgeschichte wurden Maschinen eingesetzt. So, das kommt uns heute völlig selbstverständlich vor. Also ist ja irgendwie jeder Unternehmer investiert, steigert die Effizienz, misst seine Produktivität. Aber das war, wie gesagt, ein völlig neuer Gedanke, den noch niemand in der Weltgeschichte hatte. Also nicht nur, dass es keine Maschinen gab, es war noch viel fundamentaler. Kein Mensch wusste, was investieren ist. Dieses Konzept gab es gar nicht. So, und plötzlich, ausgerechnet in England, fängt man an, Maschinen in den Fabriken einzusetzen. Und das ist ein wirkliches Rätsel. Denn was man sich als erstes klar machen muss, ist, dass England im 18. Jahrhundert kein großes Land war. Und es hatte 7 Millionen Einwohner. Die eigentliche Großmacht, 25 Millionen Einwohner, war Frankreich. Trotzdem tat sich in Frankreich nichts und alles in England. Warum? Was auch so seltsam ist, die Technik, die eingesetzt wurde, also wissen Sie ja, erst Wasserkraft und dann Dampfkraft. Beides war nicht neu. Es ist schon die antiken Römer, ungefähr 300 nach Christus, kannten die Dampfkraft. Aber sie haben sie eben nur eingesetzt für Spielzeug. Nicht in Fabriken. Also es gibt so Zeichnungen von einem Ingenieur aus Alexandria, der hieß Heron von Alexandria. Und von dem sind eben Zeichnungen von überliefert, wo man unter anderem Spielzeugtempel sehen kann. Und die hatten Türen, die gingen automatisch auf und zu. Und diese Türen, die wurden mit Dampfkraft bearbeitet. Entschuldigung, ich habe leider eine Erkältung jetzt, um werde ich manchmal husten.
aber was man eben nicht als Idee hatte, dass man das irgendwie in der Produktion einsetzt. Was auch noch interessant ist und das Rätsel verstärkt in England, waren es nicht Wissenschaftler, die die Maschinen eingesetzt haben, sondern es waren Handwerker, die zum Teil nicht lesen konnten. Die haben so lange rumgebastelt, bis die Maschinen liefen. So, also warum England? Und die beste, also gibt es Forschungsliteratur ohne Ende, das ist eine der großen Gebiete der historischen Forschung. Aber die beste Erklärung ist, die Löhne in England, aus historischen Gründen, die ich Ihnen jetzt nicht erklären kann, sonst würden wir viel zu lange brauchen, aber die Löhne in England im 18. Jahrhundert waren die höchsten der Welt. Die waren doppelt so hoch wie auf dem Kontinent und damit waren die Engländer nicht mehr konkurrenzfähig. So, das ist also anders, als sich viele Kapitalisten das vorstellen, bis heute war es so, weil die Menschen teuer waren, hat es sich eben zum allerersten Mal gelohnt, Maschinen einzusetzen. Und das gilt bis heute, nicht? Also es ist nicht so, dass Technik eingesetzt wird, weil man sie hat, sondern Technik muss sich lohnen. Und sie lohnt sich eben nur, das ist kein Wortspiel, sondern zeigt die Logik. Technik lohnt sich nur, wenn die Löhne hoch sind und wenn sie auch noch steigen. So, dann hat man natürlich ausgerechnet, ja, wie viel reicher sind wir heute im Vergleich zu unseren Vorfahren. Und da kam raus, jeder von ihnen ist ungefähr 20 Mal so reich pro Kopf wie ihre Vorfahren, die um 1800 in Hessen oder sonst wo gelebt haben. So, um das jetzt nochmal, was? Nee. Um das nochmal zusammenzufassen. Also, erstens, Kapital ist kein Geld, sondern es sind die Maschinen und es sind der technische Fortschritt. Das bedeutet zweitens, ganz wichtig, Reichtum ist auch kein Geld. Nicht Geld entsteht aus dem Nichts und es ist auch nichts. So, das ist für Sie jetzt vielleicht irgendwie schockierend, weil jeder, der jetzt selber irgendwie 10.000 Euro auf dem Konto hat, der sagt sich natürlich, okay, wenn ich 20.000 Euro auf dem Konto habe, dann bin ich ja reicher, als wenn ich 10.000 habe. Das ist auch sozusagen betriebswirtschaftlich, wenn man sie nur anguckt, auch richtig. Aber volkswirtschaftlich ist das so. Das ist völlig Schnuppe, ob da 20.000 Euro auf dem Konto bei Ihnen liegen oder 100.000 Euro. Das ist erstmal gar nichts wert. Es wird erst dann wertvoll, wenn das Geld investiert wird in Maschinen und in Bildung. Das heißt, wenn man das nicht macht, wenn man nicht investiert, dann verschimmelt das Geld auf der Bank. So, wie gesagt, und das ist, wiederhole ich, weil es so wichtig ist, diese Investitionen gibt es aber nur, das zeigt ja die Geschichte, wenn die Löhne hoch sind und wenn sie weiter steigen mit der Produktivität. Dazu gibt es eine wunderbare Illustration, ich meine, die ganze Wirtschaftsgeschichte ist ja inzwischen voll mit Beispielen, die zeigen, welche Theorien eigentlich richtig sind. Und sehr interessant ist die Weltwirtschaftskrise, die 1929 ausgebrochen ist. Also die Geschichte, die Sie alle kennen, ist, es gab einen schwarzen Freitag und die Aktien sind innerhalb kürzester Zeit sehr stark gefallen. Aber die Frage, und danach gab es eine vierjährige Weltwirtschaftskrise, die unter anderem auch Hitler an die Macht gebracht hat. Aber die Frage ist ja, und das wird nie erzählt, warum wurde eigentlich spekuliert, warum ausgerechnet 1929, warum ist es dann auch so stark abgestürzt? Und das versteht man aber nur, wenn man die Zeit davor betrachtet. Und was da passiert ist, das interessanterweise wird aber fast nie irgendwo erzählt. Und es war eben in den USA so, dass ab 1919 bis 1929, also in diesen 10 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, ist die Produktivität um 43% gestiegen. Also pro Arbeiter oder Angestellten, konnte man 43% mehr Waren herstellen 1929, als man das 1919 konnte. Ein enormer technischer Fortschritt. Einziges Problem, die Reallöhne der Arbeiter sind nicht gestiegen. Das heißt, die Kaufkraft stieg nicht, aber die Warenmenge stieg, die man produziert hat. Und das hat natürlich innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von nur 8 Jahren, zu einer riesigen Absatzkrise geführt. Und ab 1927 war es dann so, dass die Unternehmen nicht mehr investiert haben. Wieso auch? Ne? Sie wurden ihre Sachen nicht los. Sondern stattdessen haben sie die Gewinne, die sie zunächst eingefahren haben, dann genutzt, um an der Börse zu spekulieren. Und das ist eben ein wahnsinnig interessantes Beispiel, weil es zeigt, dass man den Kapitalismus in nur 8 Jahren in den Abgrund steuern kann, wenn die Löhne nicht steigen.
So, jetzt ist das, erzähle ich Ihnen jetzt nicht, weil das so eine interessante historische Anekdote ist, sondern das Schreckliche ist ja, dass genau der gleiche Fehler heute wieder passiert. Nicht? Also, und zwar ausgerechnet in Deutschland. Also das wissen Sie ja wahrscheinlich alle, dass die Reallöhne hier seit 2000 nicht gestiegen sind. Also vielleicht haben Sie selber auf Ihrem Gehaltszettel so kleine Lohnsteigerungen entdeckt. Aber da lachen auch schon die ersten rum, da haben die gar nichts entdeckt. Aber manche hatten ja Lohnsteigerungen. Nur gleichzeitig gab es ja auch eine Inflation. Das heißt, diese Lohnsteigerungen, die Sie da auf Ihrem Lohnzettel entdeckt haben, die wurden ja wieder aufgefressen. Das heißt, Ihrer Kaufkraft hat sich überhaupt nichts verändert. Und nur diese reale Kaufkraft ist ja interessant, wenn es darum geht, sich zu überlegen, was man mit steigenden Warenmengen anstellen soll. Denn das ist natürlich, hat natürlich weiter stattgefunden. Auch in Deutschland gab es seit 2000 weiterhin einen Produktivitätsfortschritt von ungefähr 1% pro Jahr. Das heißt, die Gütermenge steigt und die Löhne steigen nicht. So, da können Sie sich ja vorstellen, dass das wahnsinnig gefährlich ist. Und das ist jetzt mein einziger Ausflug in die Euro-Krise. Natürlich, diese Waren, die wir hier herstellen, müssen irgendwo hin. In Deutschland werden sie nicht gekauft. Das sind die Exportüberschüsse, von denen Sie schon gehört haben. 200 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland. Und natürlich ist aber klar, dass die Überschüsse des einen müssen ja die Defizite des anderen sein. Irgendwo muss das ja hin, das Zeug. Gut, aber hier geht es ja um die grundlegenden Fakten des Kapitalismus. Dass irgendwas überhaupt nicht stimmen kann, sieht man daran, dass die Euro-Krise keineswegs die einzige Krise ist, sondern dass wir eben in 10 Jahren 3 Krisen haben. Also 2001 gab es diese Dotcom-Krise. Sie erinnern sich vielleicht, das war diese Idee, dass man in den virtuellen Welten des Internets ganz viel Geld verdienen kann. Viele Deutsche, ich weiß nicht, ob auch welche hier sitzen, hatten dann eine Telekom-Aktie. Aber das waren keineswegs die einzigen Aktien, die erst hochstiegen und dann tief stürzten, sondern es gab sehr viele Startups aller Art. Und bei diesem Crash, der dann ab 2001 einsetzte, sind weltweit ungefähr 5,6 Billionen Dollar an Aktienvermögen wieder vernichtet worden. So, 2007 rollte schon die nächste Finanzkrise an. Das ist die, die wir auch immer Finanzkrise nennen. Das waren die Ramsch-Hypotheken in den USA, die dann weltweit verteilt wurden und auch in Deutschland dazu geführt haben, dass der gesamte Bankensektor pleite war. Und seit 2010, das wissen Sie auch, ist die Euro-Krise akut, die ja auch keineswegs vorüber ist. So, das ist ein Novo. Also was es schon immer gab, waren Finanzkrisen. Also der Kapitalismus neigt dazu, auch Finanzkrisen zu produzieren. Es gab auch sehr schwere Krisen im 19. Jahrhundert. Aber was es nicht gab, ist, dass man innerhalb von 10 Jahren 3 schwere Finanzkrisen hat, die immer am gleichen Ort einschlagen, nämlich im Zentrum der industrialisierten Welt. So, und was deswegen und das Tragische ist an diesem Phänomen, dass der Kapitalismus selbst überlebt jede Krise. Das muss einem ganz klar sein. Also es gibt ja immer noch Leute, die hoffen mit Marx, dass dann der Kapitalismus abgeschafft wird, wenn es eine Finanzkrise gibt. Das ist ein kompletter Irrtum. Sondern das, was die Krise nicht überlebt, ist die Demokratie. Ungefähr 4 schwere Jahre Krise und schon ist die Demokratie hinüber. Und das kann man nicht nur an Hitler sehen, das ist natürlich das berühmteste Beispiel, 4 Jahre Krise in Deutschland und er war an der Macht, sondern das können Sie auch sehen zum Beispiel in Ungarn. Wenn man sich jetzt fragt, warum wählen die Ungarn faktisch ein faschistisches Regime? Dann liegt es daran, dass das Land seit 2008 in einer schweren Wirtschaftskrise ist. Das interessiert aber keinen. Es wird auch nicht wirklich geholfen. Sie dümpeln da so vor sich hin. Und natürlich radikalisiert sich dann ein Volk, wenn es keine Perspektive gibt. Das nächste, das macht auch die Euro-Krise so gefährlich. Auch da können Sie das ja sehen. Und zwar nicht nur in Ländern, wo man das jetzt so irgendwie vermuten würde, also die am stärksten getroffen sind, wie Griechenland oder Spanien, wo es aber tatsächlich im Augenblick noch eher Linkspopulisten sind, sondern Sie können das auch sehen, beispielsweise in Frankreich. Nicht? Es ist völlig klar, dass bei der nächsten Präsidentschaftswahl mit größerer Wahrscheinlichkeit dann Marine Le Pen gewinnt. Und auch deswegen, weil die Krise in Frankreich nicht richtig gesteuert wird. Aber das lasse ich jetzt erstmal aus. Sie sehen, wie gefährlich Krisen sind. Es gibt dazu auch noch eine Geschichte, die
aus meiner Sicht auch nicht richtig, niemals richtig erzählt wird und die wichtig ist, um zu sehen, wie gefährlich Krisen sind. Also es gab eine große Weltwirtschaftskrise 1873, der sogenannte Gründerkrach. Und damals wusste ja noch keiner, was man machen kann, wenn eine Krise kommt. Nicht? Der Kapitalismus war relativ neu. Also hat Wilhelm I. zugeguckt, Bismarck hat zugeguckt und alle haben nur zugeguckt, was wohl so passiert. Nicht? Und aus dieser Zeit weiß man, dass der Kapitalismus jede Krise übersteht. Auch wenn man gar nichts macht, irgendwann kommt die Hochkonjunktur. Und damals hat es 23 Jahre gedauert und 1896 war die Hochkonjunktur wieder da. So, also, aber was eben, wenn man sich fragt, wie zwei Weltkriege und ein Holocaust möglich waren, dann sieht man eben, dass alle Ideologien, die später diese Taten gerechtfertigt haben, 1880 entstanden sind, also mitten in der Krise. Das galt für den rassistischen Antisemitismus, das galt für den Militarismus, Nationalismus, ran auf die Kolonien. Alles das ist mitten in dieser schweren Weltwirtschaftskrise entstanden. So, und wenn man das sieht, wie gefährlich Krisen für eine Demokratie sind, ist es eben aus meiner Sicht unbedingt nötig, dass man versteht, wie dieser Kapitalismus funktioniert und wie er gesteuert werden muss, um das zu verhindern. Ja, um diesen Laden richtig zu steuern, muss man aber nicht nur verstehen, dass Geld nicht Kapital ist, sondern Kapitalinvestitionen sind und dass sie durch hohe Löhne gefördert werden. Sondern der zweite wesentliche Irrtum, zu dem ich noch kommen möchte, ist, dass die allermeisten Leute ja denken, wir würden in einer sozialen Marktwirtschaft leben. Das ist aber ein Irrtum. Wir leben überhaupt nicht in einer Marktwirtschaft, sondern wir leben im Kapitalismus. Das ist aber nicht das Gleiche. Marktwirtschaft ist etwas, da geht es nicht darum, dass es Märkte gibt. Ne? Also Märkte gab es auch schon in der Antike. Also wenn man in Athen war, unterhalb der Akropolis, gibt es so ein Feld, das heißt Agora, und das ist kilometerlang, ne? Das waren die Ladenstraßen von Athen. Ein Laden neben dem nächsten. Also wie Märkte funktionieren, wusste man in der Antike auch. Sondern die Idee der Marktwirtschaft ist eine Theorie, man könnte auch sagen, eine Ideologie, wie Preise zustande kommen. Es geht da sozusagen um den fairen Preis. Sonst versteht man gar nichts, wenn man nicht verstanden hat, dass es um den fairen Preis geht. Die Idee ist, auf einem Markt treffen sich ganz viele Anbieter, also Firmen, und ganz viele Kunden, Nachfrager. Und Angebot und Nachfrage treffen sich dann und dann kommt so ein Gleichgewichtspreis raus und der ist dann fair. Eine Frage, wer von Ihnen hat hier Betriebswirtschaft studiert und Volkswirtschaft? Drei. Also die drei. Ja, die drei kennen ja diese berühmte Grafik, nicht? Wo sich Angebot und Nachfrage dann treffen und der faire Preis. Ja, genau, die drei, die das nicken. So. Also, und das Wichtige ist natürlich, dieser faire Preis entsteht deswegen, weil es mit diesen vielen Anbietern und den vielen Nachfragern eben Konkurrenz gibt. Nicht? Das Wichtige ist der Wettbewerb. Sonst funktioniert das nicht. Monopolpreise oder so wären ja uninteressant. So, jetzt muss man sich eins klar machen. Diesen Wettbewerb, auf dem die gesamte Ideologie der Marktwirtschaft beruht, genau diesen Wettbewerb gibt es gar nicht oder höchstens eingeschränkt. Sondern wir haben ein völlig anderes System. Das hat mit Markt nichts zu tun, sondern es ist so, dass Großkonzerne regieren und von den Rohstoffen bis zum Absatz die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren. So, nur eine einzige Zahl macht das klar, vom Bundesamt für Statistik, also nicht von mir. In Deutschland ist es so, dass weniger als 1% der Firmen 65% des Umsatzes kontrollieren. Da sehen Sie also, wie extrem konzentriert unsere Wirtschaft ist. Es gibt die Marktwirtschaft, aber das ist ein Nischenprodukt. Das gibt es nur bei kleinen Firmen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Gastwirt sind und Sie haben eine Kneipe und es schmeckt da nicht, ja, dann können Sie sicher sein, dass die Kunden nächstes Mal nebenan sind und dass sie pleite machen. Auch Handwerker sind in einer Art Wettbewerb. Ja, wenn Sie als Maurer nur Scheiß bauen, dann sind Sie auch nicht mehr lange Maurer. Man könnte sogar wahrscheinlich vermuten, dass Anwälte in einer echten Konkurrenz stehen. Also wenn man als Anwalt nichts taugt, spricht sich das auch über. So, also, und es gibt auch 3,5 Millionen Betriebe in ganz Deutschland, die irgendwie weniger als 10 Angestellte haben. Und da kann man vermuten, die befinden sich alle irgendwie in einer Art Wettbewerb. Nur der Punkt ist, klingt zwar viel, 3,5 Millionen Firmen, nur da findet nicht die Wertschöpfung statt. Sozusagen die eigentliche Wertschöpfung findet in den Großkonzernen statt. Und wie zementiert das bei den Großkonzernen zugeht, können Sie sich aber klar machen, wenn Sie sich mal den DAX angucken, also den deutschen Aktienindex.
und wer da so drin ist. Vor allen Dingen aber, wann diese Firmen gegründet wurden. Ob das jetzt Bayer ist oder die Allianz, die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Thyssen. Sie werden feststellen, all diese DAX-Konzerne sind in einem ganz schmalen Korridor gegründet worden, zwischen ungefähr 1870 und 1880. Und dass die sozusagen aus dieser Zeit stammen, liegt daran, dass in genau in dem Moment der Hochkapitalismus in Deutschland angekommen ist. Aber ob es jetzt sich um Stahl, Banken, Chemie, Pharma oder Autos handelt, es ist ein komplett zementierter Markt. Nur ein kleines Gedankenexperiment. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt ein wirklich begnadeter Ingenieur oder Ingenieurin und hätten die Idee, dass Sie ein wunderbares Auto hätten, das Sie bauen wollen. Das können Sie komplett vergessen. Sie kommen nicht mehr in den Automarkt rein. Der ist schon komplett zu, und zwar weltweit. Also weltweit gibt es noch ungefähr 18 unabhängige Autokonzerne. Und die Frage ist nur noch, wer rausfliegt, nicht wer da reinkommt. Also die Frage ist, wird Peugeot überleben, wird Fiat überleben? In 10 Jahren, 20 Jahren wird es vielleicht nur noch 10 Konzerne geben. Aber die Idee, dass Sie jetzt mit einer neuen Idee diesen Markt sprengen können, können Sie also komplett vergessen. Und das ist natürlich nicht nur bei alten Märkten so, sondern es ist auch bei neuen Märkten so. Also die größte technische Entwicklung so der letzten 20 Jahre war ja das Internet. Und da sehen Sie das sofort wieder, dass es Giganten gibt, gegen die man nicht mehr ankommt. Also ob die jetzt Amazon, Facebook oder Microsoft heißen oder Google, dann ist der Zug abgefahren. So, das ist jetzt, was man verstehen muss, ist, das ist jetzt aber keine böse Intrige von bösen Kapitalisten, die jetzt mit ganz fiesen Methoden die Marktwirtschaft aushebeln, sondern das ist sozusagen ein Systemzwang. In dem Kapitalismus, das haben wir ja schon besprochen, geht es ja immer um Technik. Und das führt ganz schnell dazu, dass man eben Milliardeninvestitionen stemmen muss. Also ein einziges Medikament in der Entwicklung kostet Milliarden. Ein einziges neues Automodell, Milliarden. So, das heißt, bevor man diese Milliarden investiert, will man ja vorher wissen, dass hinterher der Gewinn stimmt. Also ein Markt wäre viel zu chaotisch. Nicht? Wenn tatsächlich alle gegeneinander konkurrieren müssten oder würden, dann wüsste man ja hinterher gar nicht, ob man tatsächlich der Beste ist. Dann würde man vorher auch nicht investieren. Also Konkurrenz ist viel zu chaotisch, deswegen findet sie auch gar nicht erst statt. Nein, das können Sie doch in der Zeitung lesen. Das wird doch in der FAZ alles ganz offen dargelegt. Also bevor zum Beispiel Merck in Darmstadt, ist ja hier nicht weit weg, an einem neuen Medikament für, sagen wir mal, Multiple Sklerose forscht, bevor die überhaupt erst anfangen, wird doch schon mal geguckt, was Pfizer in den USA macht, damit man sich nicht aus Versehen ins Gehege kommt. Das wird aber in der FAZ offen diskutiert als Problem. Da wird gar nicht erst so getan, als gäbe es Konkurrenz. Das heißt, wir leben in einer privaten Planwirtschaft. Das ist etwas anderes als der Sozialismus. Nicht, dass einige haben hier schon so begeistert gestöhnt, aber das ist. Also, Sie wissen ja, wie der Sozialismus war. Das war eine zentrale staatliche Planwirtschaft und der Kapitalismus ist eine private, dezentrale Planwirtschaft. Aber es wird geplant. Ne? Ohne Plan läuft hier gar nichts. So, und das ist auch nicht neu. Sondern, wie gesagt, das gibt es schon seit ungefähr 1880. Seit dieser Zeit haben wir Großkonzerne, Kartelle und Trusts. So, das heute, Sie wissen ja, das Kartell ist offiziell verboten, aber das heißt dann eben nicht Kartell. Das heißt dann sowas wie Preisführerschaft. Also nur ein praktisches Beispiel aus der Welt der Milchwirtschaft. Aldi hat bei Milch die Preisführerschaft. Nicht? Wenn Aldi setzt den Milchpreis für Deutschland fest, ne? Und alle folgen. So sieht ein Kartell aus, das nicht Kartell heißt. Ja, das steht aber auch alles in der Zeitung. Ne? So, und wie gesagt, das gibt es seit 1880. Und was eben wirklich lustig ist, und dazu noch eine Anekdote, es ist nicht nur so, dass der Markt aufgeteilt ist auf ganz wenige Konzerne, sondern es ist auch so, dass oft ein Markt schon aufgeteilt wird, bevor er überhaupt existiert.
Und das ist auch keine neue Erfindung, sondern das gab es schon 1880. Und zwar, jetzt erzähle ich Ihnen nochmal die Geschichte von AEG und Siemens, die macht einfach alles klar. Und zwar, AEG hatte den Besitzer Emil Rathenau und Emil Rathenau war eigentlich auch eine eher gescheiterte Gestalt. Und er hatte nur diese eine Idee, er will Geld machen. Was ja, was ja auch erstmal ein produktiver Ansatz ist. Und deswegen ging er gezielt auf die damals existierenden Weltausstellungen und hat auf einer dieser Weltausstellungen dann die Glühbirne gesehen. Die war gerade neu von Edison erfunden worden in Amerika 1880 und dann auf dieser Weltausstellung gezeigt worden. Und dann hatte Rathenau diese Idee, also die Glühbirne, das ist jetzt der Durchbruch. So, und dann bevor Rathenau irgendetwas gemacht hat, also es gab weder die Glühbirne noch gab es irgendeine Fabrik, hat er sich aber erstmal mit Siemens verständigt, wie man jetzt den Markt aufteilt. Denn Siemens war der einzige ernstzunehmende Konkurrent, nicht? Die machten schon seit 1847 elektrische Geräte aller Art. Und natürlich war irgendwie klar, dass er sich jetzt nicht mit Siemens streiten will. Und dann war die Absprache, Siemens macht alles und AEG die Glühbirne. So, und auf diese Weise war jetzt der Markt schon mal aufgeteilt. Jetzt war aber das Problem, dass es noch keine Kunden gab für dieses revolutionäre Projekt. Und da hatten dann die beiden eine Idee, die auch immer wieder in der Geschichte des Kapitalismus auftaucht. Man könnte sich doch einfach an den Staat wenden. Das war jetzt konkret die Stadt Berlin, nicht? Das lief dann so, AEG, Rathenau und Siemens erzählten Berlin, das heißt in dem Fall Kaiser Wilhelm. Ja, also wir haben hier diese tolle Glühbirne, aber die kann ja nur leuchten, wenn die Elektrizität auch von irgendwem abgenommen wird. Das hat der Stadt Berlin total eingeleuchtet und dann hat sie gesagt, okay, dann nehmen wir doch den Strom. So, und auf diese Weise, ne, ist die Glühbirne nach Deutschland gekommen. Das heißt, das hat alles mit Marktwirtschaft überhaupt nichts zu tun, das fällt Ihnen offenbar auch ein. Und das muss man eben unbedingt verstehen, denn dieser heftige Glaube, der in Deutschland immer noch existiert, nicht, wir sind ja offiziell eine soziale Marktwirtschaft, hat ja politische Folgen. Also die Marktwirtschaft ist sozusagen die mächtigste Ideologie, die es überhaupt gibt in Deutschland. Und ich nenne Ihnen jetzt nur drei Folgen, das könnte man jetzt auch beliebig ausdehnen. Also die erste Idee ist natürlich fatal, der Staat darf nicht eingreifen. Nicht? Die Idee ist, hier haben wir den Markt, freier Wettbewerb, da wird die Leistung belohnt und jeder, der reich ist, der hat ganz viel geleistet, weil er hat sich ja in der Konkurrenz durchgesetzt, dass das alles irgendwie Firmen von 1880 sind, die geerbt wurden, geht da völlig unter. Also jedenfalls haben wir hier den freien Markt, der die Leistung prämiert, in harter Konkurrenz. Und dann haben wir diesen Staat, einen Monolith, der nur plant und total ineffizient ist. Da ist ja klar, wenn man das sich so vorstellt, die Welt, dass dann der Staat am besten gar nichts zu sagen hat. Wenn dann irgendwie klar ist, dass das den Markt gar nicht gibt, sondern dass da Großkonzerne herrschen, die auch planen, aber natürlich nur im eigenen Interesse, dann ist es gar kein Wunder mehr, dass danebenan auch noch ein Staat sein muss, der ebenfalls plant und da immer mal wieder eingreift. So, das ist das eine. Das zweite ist, wenn man natürlich an den Markt glaubt, dann ist es irgendwie auch naheliegend, die gesamte Daseinsfürsorge zu privatisieren. Also Krankenhäuser zu verkaufen, Elektrizitätswerke zu verkaufen, Wasserwerke zu verkaufen, die Rente in eine Riester-Rente umzuwandeln und so weiter. Nicht, wenn man, warum soll das der Staat machen? Ist doch völlig klar, dass das die Privaten viel besser können, denn da ist doch der Markt. Und natürlich war es im und der Unsinn geht ja weiter. Jetzt werden wir demnächst auch noch die Straßen mit irgendwie öffentlicher und privater Partnerschaft bauen. Ne? Das ist noch keineswegs am Ende der Wahnsinn. So, und wenn man sich aber anguckt, was passiert faktisch, dann ist es natürlich so, es ist ein riesen Subventionsprogramm für Großkonzerne. Also wenn man sich jetzt mal die Riester-Rente anguckt, wer hat davon profitiert? Die Allianz und die Deutsche Bank. Wenn man sich anguckt, wann wurden die gegründet? 1870. Ja, dann sieht man einfach, wie der Laden hier läuft. Also mit Markt hat das nichts zu tun. Deswegen muss man auch nicht die Rente verkaufen. Und dann der dritte Punkt, der auch wichtig ist, wenn man verstanden hat, dass es sowieso keine Märkte gibt, dann versteht man noch schneller, dass es sowieso überhaupt gar keine Finanzmärkte gibt. Nicht? Das war ja auch die Idee auf den Finanzmärkten, die Banken, die Währung, die Zinsen, alles angeblich ein riesiger Wettbewerb. Das ist völliger Schrott. Denn, und das kann man eben zeigen anhand der Theorie der Marktwirtschaft. Wie gesagt, da geht es immer darum, dass sich in der Konkurrenz ein fairer Preis bildet. Jetzt bei den Bankprodukten ist aber klar, der Preis heißt dort Zins. Ne?
Und der Zins wird zentral vorgegeben von einer öffentlichen Institution, die heißt Europäische Zentralbank. Das ist auch richtig so, dass der Zins vorgegeben wird, das will ich jetzt hier nicht alles erklären. Aber das heißt auch, wenn der Preis vorgegeben wird, kann es sich sowieso nicht um einen echten Markt handeln. Nicht? Es würde auch kein Mensch leiden, wenn man die Banken verstaatlichen würde. Denn das ist sowieso alles jenseits vom Finanzmarkt. Das heißt, man könnte dann natürlich auch abräumen, alle Produkte verbieten, es würde keine, die gefährlich sind, es würde kein Mensch Schaden nehmen. Das kann aber gar nicht gedacht werden, weil man ja immer mit den Finanzmärkten schon als Begriff operiert. Es ist also klar, wenn das sowieso kein Markt ist, dann leuchtet es irgendwie ein, dass der Staat da auch stärker eingreifen kann. Dann kommt aber oft ein Argument, ja, aber das geht nicht, denn jetzt leben wir doch in einer globalen Welt. Und das ist jetzt auch nicht von mir erfunden, sondern Sie müssen mal auf die Reden von Angela Merkel achten. Die laufen so, egal zu welchem Thema, das ist wirklich nicht übertrieben, egal zu welchem Thema, im hinteren Drittel gibt es dann einen Absatz, manchmal auch etwas länger, da wird dann sinngemäß ausgeführt, ja, wir können uns den deutschen Sozialstaat nicht mehr leisten, weil wir ja in einer globalen Welt leben. Das heißt, also der Sozialstaat in Deutschland ist weiterhin unter Attacke. Der ist keineswegs in seinen Restbeständen gesichert. Und dieses Argument läuft eben über die Globalisierung. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dritter Irrtum, dass die Globalisierung nicht neu ist. Das einzige Neue an der Globalisierung ist das Wort. Also Globalisierung als Wort gibt es tatsächlich erst seit 1990 ungefähr. Aber das Phänomen ist so alt wie der Kapitalismus. Das mache ich jetzt nur noch kurz, aber Sie kennen alle das Kommunistische Manifest, 1848 von Marx und Engels geschrieben. Das endet mit dem berühmten Satz, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. In diesem Satz, 5 Worte, ist bereits ausgedrückt, dass Engels und Marx genau wussten, dass der Kapitalismus nichts ist, was irgendwie national ist oder wo kleine Firmen im Hinterhof sitzen und gar nicht auffallen. Nicht? Denn sonst wäre es ja unsinnig zu sagen, Proletarier aller Länder, vereinigt euch, wenn man denkt, der Kapitalismus wäre irgendwas, was sich nur in Hessen abspielt. Das wussten aber natürlich nicht nur die Kommunisten, sondern es wussten natürlich auch die Kapitalisten, wenn man sie so nennen will. Das sieht man nochmal an der Geschichte der Firma Siemens. 1847 gegründet, wie gesagt. 1850 hatten sie ein Büro in London, 1851 ein Büro in St. Petersburg und 1870 hatte diese Firma auch nichts Besseres zu tun, als ein Transatlantikkabel zwischen England und Amerika zu legen. Das heißt, auch diese Firma war niemals irgendwie nur im Berliner Hinterhof und hat niemals auch nur Produkte hergestellt, die dann in Deutschland geblieben wären. Sondern die haben von Anfang an waren sie auf dem, man muss ja sagen, auf dem Weltmarkt unterwegs. Das heißt, das ist ganz wichtig, die Globalisierung kann nicht erklären, warum Staaten plötzlich machtlos sind. Das ist überhaupt kein Sachzwang, sondern das waren politische Entscheidungen, die man auch zurückholen kann. Aber mit Wirtschaft hat das alles überhaupt nichts zu tun. So, um das jetzt mal zusammenzufassen, wie gesagt, Sie können ja alles fragen, was Ihnen jetzt irgendwie noch unklar ist. Die gute Nachricht ist, man kann den Kapitalismus politisch steuern und auch Krisen abfedern. Die schlechte Nachricht ist, der Kapitalismus wird aber trotzdem zusammenbrechen. Ja. Und damit komme ich jetzt nochmal kurz zum Ende des Kapitalismus. Also ich habe ja jetzt erstmal nur den Anfang erzählt oder die Grundlagen. Und jetzt springe ich mal zum Ende. So, was wir ja schon hatten ist, der Kapitalismus ist ein System, das Wachstum erzeugt. Was sensationell ist und was es noch nie gab. Aber das eine, da stößt man natürlich ein Problem, das bei Attac auch oft diskutiert wird und das völlig logisch und klar ist. Man kann in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. Es geht nicht. So, und man sieht natürlich 2 Grenzen, an die das Ganze kommen wird. Das eine ist die Umweltgrenze. Und da ist der Klimawandel ja nur ein Thema. Also es ist eigentlich erstaunlich, mit welcher, also finde ich irgendwie überraschend, nicht, mit welcher Monomanie nur noch der Klimawandel diskutiert wird. Denn das ist zwar gefährlich, aber es ist keineswegs die einzige Gefahr. Eine andere, weitere Umweltgefahr zum Beispiel ist, dass wir irgendwie 100.000 Chemikalien in die Welt gesetzt haben. Und
und kein Mensch weiß, wie die interagieren. Und das ist auch nur eins von vielen Themen. Gut, das Ganze kommt an eine Grenze. Die zweite Grenze, die jetzt erstmal scheinbar nicht mehr existiert, ist natürlich die Grenze der Rohstoffe. Und zwar hat man bei allen Rohstoffen das gleiche logische Problem. Natürlich gibt es unendliche Mengen an Rohstoffen in der Erdhülle, nur das interessiert nicht, wie viele Rohstoffe theoretisch in der Erdhülle sind. Sondern effizient ausbeuten kann man nur die, die aufgrund von irgendwelchen geologischen Zufälligkeiten konzentriert sind. Diese sogenannten großen Felder gehen aber in sehr vielen Bereichen aus. So, jetzt hat man das Problem, dass die Konzentration bei den Rohstoffen sinkt, man also mehr Energie verbraucht, um die Rohstoffe zu fördern, gleichzeitig aber bei den Energiearten die großen Felder auch ausgehen. Vorneweg natürlich Öl. Das heißt, man muss knappere Rohstoffe fördern mit mehr Energie, die auch knapp wird. So, das kann nicht gut gehen. So, jetzt nochmal zur Verdeutlichung, weil das ist oft dann ein Problem. Die Leute denken, völlig zu Recht übrigens, ja wieso, das macht doch nichts, also auch wenn wir ein bisschen weniger Öl haben, so viel brauchen wir doch auch gar nicht, wir müssen jetzt nicht alle in der Gegend rumfahren, wir können auch weniger Öl verbrauchen und so. Das stimmt alles. Nur das ist nicht der Kapitalismus. Der Kapitalismus ist ein System, das wachsen muss. Der Kapitalismus ist nicht ein System, das irgendwie vor sich hin stagniert. Und mehr Wachstum ist mehr Energieverbrauch und auch mehr Rohstoffverbrauch. Also aus dieser Falle kommt man nicht raus. Deswegen, also weil das mit diesem Wachstum so zentral ist für den Kapitalismus, dass man es nicht einfach wegdefinieren kann, nach dem Motto, dann wachsen wir eben nicht, hat sich mal ein Ökonom mit der Frage beschäftigt und ist bisher der einzige, interessanterweise, kann man das denken, einen Kapitalismus ohne Wachstum? Geht das irgendwie? Das war Hans-Christoph Binswanger, vielleicht haben einige von ihm schon von ihm gehört. Er lebt noch, er ist jetzt vielleicht 85, war Professor in St. Gallen, übrigens auch der Doktorvater von Josef Ackermann, dem damaligen Chef der Deutschen Bank. Aber Binswanger selber hat sich nie so richtig für Finanzmärkte interessiert, jedenfalls nicht in der Art, wie Ackermann das dann später gemacht hat, sondern Binswanger war der Erfinder der Ökosteuer. Also wirklich einer der ganz frühen Ökonomen, die dieses Umweltthema nach vorne gebracht haben. Deswegen ja für ihn auch diese Frage, kann das gehen mit dem Kapitalismus, den wir heute haben, ohne Wachstum, wenn doch dieses Wachstum so gefährlich ist. Und seine pessimistische Antwort ist nein. Also Binswanger meint, das ist nur eine Schätzung, aber ungefähr, dass man pro Jahr weltweit ein Wachstum von 1,8% braucht. Und seine Begründung ist, erstmal als technische sozusagen, als technisches Wort, dass wenn es nie kein Wachstum gibt, die Investitionsketten reißen. So jetzt als Übersetzung, was meint er damit? Also es ist so, Investitionen werden nur getätigt, wenn die Mehrheit der Firmen das Gefühl haben kann, dass sie Gewinn machen. Natürlich gibt es immer mal Investitionen, die dann irgendwie der totale Schrott sind und dann kann man alles abschreiben. Aber sozusagen in der Mehrheit investieren die Firmen nur. Oder anders gesagt, die Firmen investieren nur, wenn sie wissen können, dass die Mehrheit von ihnen Gewinn macht und die sozusagen die Flops Ausnahmen bleiben. Gewinn, volkswirtschaftlich gesehen, ist das gleiche wie Wachstum. Ohne Wachstum kein Gewinn. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ja hier ist, ihr dürft nicht wachsen und das, also der Gewinn verboten wird, dann wird auch nicht mehr investiert. Und dann bricht das System aber sozusagen unkontrolliert zusammen. Das ist eine Spirale nach unten, das ist nicht Stagnation. So nach dem Motto, Gottchen, dann wird eben nicht investiert, dann geht es schon irgendwie weiter. Ne? Sondern, also dieses Ende darf man sich nicht friedlich vorstellen. Das ist chaotisch. Das ist eine dramatische Schrumpfung. Also es ist jetzt nicht ein vergleichbarer Fall, aber so ein bisschen sich vorzustellen, wie das dann ungefähr aussehen würde, ist ja Griechenland heute. Nicht? Die haben seit 2008 ungefähr 25% ihrer Wirtschaftsleistung verloren. Und was man da ja sehen kann, wenn in einer Gesellschaft das passiert, ist es nicht nur so, dass der Staat faktisch unregierbar wird oder sich auflöst, sondern die Gesellschaft löst sich auf. Nicht? Also die Solidarität bricht komplett weg. Das sollte man also nicht einfach nur riskieren. Das ist etwas, was man nicht einfach riskieren kann. So nach dem Motto, ist mir doch egal, dann geht es eben abwärts. Und das ist tragisch, weil
also viele von Ihnen werden das kennen, diese Konzepte der ökologischen Kreislaufwirtschaft, wo man also praktisch nur noch verbraucht, was man recyceln kann, sind an sich richtig. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Widersprüche in diesen Modellen auftauchen würden. Die Vision funktioniert. Nur das Problem ist, und das muss man sich klar machen, es ist eine Vision. Im Augenblick läuft es so, hier ist der Kapitalismus und da ist die ökologische Kreislaufwirtschaft. Und was überall fehlt, also ob das jetzt Nico Pech ist oder Christian Felber oder so, was komplett fehlt, nirgendwo beschrieben wird, ist die Brücke. Wie man von einem Kapitalismus dahin kommt. Das heißt, und das ist wirklich erstaunlich, es gibt keine Transformationsforschung. Wir haben hier ganz viele Volkswirte. Nicht? An jeder Uni unendliche Lehrstühle, die sich mit Volkswirtschaftslehre beschäftigen. Alle wissen, dass der Kapitalismus vor die Wand fährt. Das wissen auch die Konservativen. Und es gibt niemanden, der den Übergang erforscht. Das wären aber ganz konkrete Fragen, die man sich da stellen müsste. Um das nochmal deutlich zu machen, was man eigentlich erforschen müsste. Also vielleicht erstmal so eine ganz lustige, scheinbar lustige Anekdote. Wir haben hier 80 Millionen Deutsche, aber 95 Millionen Lebensversicherungsverträge. Hier hat schon jedes Baby rechnerisch einen Lebensversicherungsvertrag. Und wenn Sie jetzt sagen würden, ja, Kapitalismus wollen wir nicht mehr, Wachstum wollen wir nicht mehr, das heißt nichts anderes, als dass Sie 80 Millionen Deutschen erklären können, dass Sie 95 Millionen Versicherungsverträge schon mal in den Papierkorb schmeißen können. Und das ist ja nicht nur, dass man den Sparern dann erklären muss, dass es ungemütlich wird, sondern sie haben natürlich dann auch schätzungsweise 500.000 Versicherungsangestellte, die auch nichts mehr zu tun haben. Also denen muss man das dann auch erstmal erklären, dass man künftig gerne auf ihre Dienste verzichten möchte. So, das gleiche Problem taucht natürlich bei dem Thema Auto auf, kennen Sie auch. Jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland indirekt oder direkt hängt vom Auto ab. Und eins ist ganz klar. Für das private Auto gäbe es in einer ökologischen Kreislaufwirtschaft keinen Ort mehr. Das heißt jetzt nicht, dass das das Ende der Mobilität wäre, man könnte ja auch Bus fahren oder so. Aber das private Auto gäbe es nicht mehr. Anders wäre das nicht nachhaltig. So, dann muss man aber natürlich irgendwie mal erforschen, ja, was machen denn die VW-Arbeiter jetzt in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren? Den kann man nicht erzählen, weißt du, in 20 Jahren lebst du dann vielleicht in einer ökologischen Kreislaufwirtschaft. Weil die Leute wollen ja, die haben ja alle Pläne, die wollen ja ihre Kinder ausbilden, ihre Häuser zurückzahlen und so weiter. Also es geht ja, diese Forschung muss ja auch deswegen betrieben werden, damit das überhaupt politisch durchsetzbar ist. So, aber genau das wird nicht erforscht. Und ich meine, was mich wirklich beeindruckt hat, ich musste mal auf einem IG Metall Zukunftskongress das Podium zum nachhaltigen Wirtschaften moderieren. Und da hat man richtig gemerkt, wie panisch die IG Metall ist. Nee, ich meine, auch die IG Metall weiß ganz genau, dass das Auto maximal noch 20, 30 Jahre Zukunft hat. Und dass es dann schon deswegen nicht mehr rollen wird, weil die Rohstoffe fehlen. Ich meine, man wäre ja blind, wenn man das nicht sehen würde. So, aber niemand kann der IG Metall anbieten, das wurde dann eben auf diesem Podium auch sehr deutlich. Keiner kann ihnen sagen, was sie dann machen sollen. Deswegen sind die japanisch. Es ist ja nicht so, dass die IG Metall keine Fragen stellen würde, aber es kommen keine Antworten. Wie gesagt, es gibt überhaupt keine Forschung zum Übergang, aber vielleicht, letzter Satz, ist das ja auch nicht so schlimm. Denn wenn man jetzt nochmal zum Anfang des Kapitalismus zurückkehrt, dann war das ja so, keiner hat ihn kommen sehen. Keiner hat ihn geplant. Es hat 100 Jahre gedauert, bis man überhaupt angefangen hat zu verstehen, in was für einer Gesellschaftsform man lebt. Und vielleicht ist es ja mit der nächsten Gesellschaftsform auch so, dass sie einfach kommt, dass es keiner merkt, dass es keiner geplant hat. Und dann ist sie eben da. Ja, vielen Dank. Habe ich ja nicht über TTIP oder so geredet, kann ich aber alles gerne machen. Nach der Pause können Sie, wie gesagt, alles fragen.
auch weit jenseits von meinem Vortrag, was Sie noch wissen wollen.